Ey, wir haben was Nettes auf Discord gefunden. Und dann haben wir uns dazu entschieden, irgendwie ein Video daraus zu quetschen. Mit sehr viel Improvisation. Pep war der Einzige, der sich dazu entschieden hat. Ich habe gesagt, ja, wenn du meinst. Ich habe Bock drauf und Jan lässt sich sehr leicht überreden. Ja. Was so ziemlich das ganze Konzept für ein Video ist. Wir haben ein bisschen Sketches im Voraus gemacht, die absolut nicht relevant sein werden. Wir werden uns jetzt gleich eine Story ausdenken. Und dann werden wir irgendeinen Dreck dazu zeichnen. Und dann. Okay, Jan. Bist du bereit in irgendeiner Kapazität? Nee, mein Freund braucht nur sein Gesicht. Okay, dann zeichne sein Gesicht noch zu Ende. Aber bitte zeichne nicht zu lang. Sonst werde ich. Sonst ist echt traurig, ja. Ich zeichne gleich einen Pepe, wenn du schnell machst. Ich möchte nur anmerken, dass mein Stift schon lange nicht mehr das Tablet berührt. Okay. Pepe. Der schlechteste Pepe, den jemals gesehen ist, und er ist am Ertrinken. Okay. Also, ich würde sagen, wir fangen mit irgendeinem Protagonisten an. Was wird unser Protagonist? Es wird er hier. Kein Dick. Es war kein Dick, Junge. Okay. Es ist Mr. was? Nette Augenbraue hast du da gemalt. Das ist eine Augenbraue. Das hier sind Zähne. Hä? Das hier sind Zähne da oben. Hier ist der Körper, quasi. Ach, du hast sein Dick gezeichnet, oder was? Nein, die Arme... Jetzt hebt er die Arme und sagt... Hässliche Arme übrigens. Ich verstehe nicht, was für eine Perspektive du versuchst zu conveyen, hä? Was soll das für eine was kann das für eine Perspektive sein? Bro, ich habe ihm Augen gegeben und einen Mund. Das ist quasi die Perspektive. Also wird es mir sein, dass du den Kopf übergemacht hast. Ja. Dann sag das doch gleich. Warum sonst soll ich da das hier machen? Weil du ein Dick zeichnen willst. Ja, nee, das war ja der Joke dahinter. Oh. Okay. Fuck, das ist das Falsche. Ist was, das haben wir kurz. Fuck it. Okay, ja, das ist es, unser Pro-Tag. Willst du nochmal ganz kurz rechts hinklatschen? Ja, gib mir einen Moment. Okay. Unser Protag braucht noch eine Quest. Er braucht einen Grund, warum er Dinge macht. Und... Sind das die Zähne oder ist das die Zunge? Zähne. Also es ist so ein... So ein Riesenlächeln, ja. Warte, ich möchte noch etwas hinzufügen. Was hältst du davon? Nein, das ist so ein... Nur weil Dings habe ich hier in diesen Zahn, da wo die Zähne sich treffen, halt das hier weggemacht. Mein Gott. Der hat jetzt da noch eine zweite Zahnreihe quasi. Ich weiß. Ich meine, er braucht ja auch eine obere Zahnreihe, ne? Also, du verstehst. Ja, aber er hat oben ja schon eine. Also ist die dahinter? Das Fehlen des Striches hier soll heißen, dass da oben halt auch Zähne sind, die das halt berühren, weißt du? Ach so, das soll so ein Wah-Wah-Wah-Wah-Wah. Mhm. Okay, das war miserabel konveyed. Ah ja, okay.
Verstehe. So. Warum macht unsere Kreation das, was sie macht? Wie heißt er überhaupt? Wie nennen wir ihn? Sekunde. Nennen wir unseren Jungen, unseren Boy. Ich bin ja ganz dezent für Papa Louis. Ich hoffe, das ist... Absolut nicht, nein. Nope, das macht's noch schlimmer. Das lasse ich jetzt. Dafür müsste man das... Moment. Moment, das mache ich fix. Damit deine Variante davon drin ist. Ja, das sieht schon mal mehr danach aus. Nee, ich glaube, das hier war ein Fehler. Nee, warum? Nee, das sieht in meinen Augen falsch aus. Möchte mal anmerken, dass ich meinen Artstyle habe und der hier natürlich auch mit einfließen wird. Oh boy, ich hoffe, dass es nicht zu sehr tut. Okay, gut. Ja, wie willst du ihn nennen? Moment. Marshall? Yes, quasi. Ich möchte ihm noch eine Frisur geben. Weil, Moment, da hat er eben noch die hier gehabt, ne? Weil der sieht aus wie ein Mushroom. Denkst du, er würde einen Turtleneck tragen? Ich weiß nicht, was ein Turtleneck ist. Ist das was anzuziehen? Das ist da unten im Weg. Das sind diese Pullover. Achso, die über den Hals gehen. Ah, zeichnen. Okay. Im Schnauzer. Der zweite ist ein bisschen daneben, aber das reicht, das passt. Er hat auch so ein Bärtchen, was vermuten lässt, dass er der Böse ist, aber er ist nicht der Böse. Ja, das Anime heutzutage sind sehr deceitful. Ich weiß nicht, ob das so passt. Nein, das passt nicht so. Ich denke, ganz schwarz hat das in dem Fall gereicht, weil das ist mehr cartoony als alles. Ja, ich glaube, ich sollte weniger versuchen, Details reinzubringen. Ich glaube, wir sollten mehr beim cartoony Artstyle bleiben. Ja. Soll ich das nochmal übermalen? Nein, passt schon. Okay. Okay, das ist es, Marshall. Marshall, was macht Marshall und warum macht Marshall Macher? Ich meine, was wollen wir machen lassen? Ich meine, er ist ein Mushroom. Er sieht aus wie ein Bösewicht und er trägt einen Turtleneck und hat einen sehr großen Kopf. Ich hoffe, er hat kein Cancer. Ja, und was machst du da? Ist das ein Ticket? Nein, das war eben seine Hand. Moment, ich hab hier die Finger vergessen. Was hält er denn in der Hand? Den hässlichsten Stock der Welt. Okay. Mit einem sehr braunen Blatt. Ja. Und was macht er mit dem Stock hier? Das findest du jetzt heraus. Okay. Er bindet an den Stock eine Slingshot. Es bindet eine ganze Slingshot noch ran. Und dann kommt hier die zweite Hand hoch. Und, Ich glaube übrigens, das ist die beste Hand, die ich in den letzten 2 Jahren gemalt habe. Und in der Hand
hat er einen Beutel, der sehr hoch ist aus irgendeinem Grund. Okay. Und in dem Beutel sind, wenn ich das halbwegs darstellen kann, Steine. Das ist jetzt ein Steinsymbol, aus irgendeinem Grund. Okay. Da. Stein. Lass mich da noch eine Ecke ranzeichnen, um jetzt irgendwie... Ja, Stein. Und der Stern und Smiley. Und Augen. Mit den Steinen und der Slingshot schießt er dann rum und er zielt auf Iron fucking no Dosen oder so. Was machst du da oben rechts denn? Eine Zielscheibe, okay. Dann macht er so. Pow. Du verstehst? So rückwärts so, ne? Ja, er zielt und schafft es immer wieder einfach nur genau in Gegensatzrichtung zu treffen. So, er versucht nach vorne zu schießen, aber er schießt hinter sich. Er weiß nicht warum. Ach, das ist seine Teufelsfrucht, meinst du? Und deswegen ist er ein bisschen... Dass er nur rückwärts snipern kann. Deswegen ist er traurig, dass er eine zweite Augenbraue bekommt. Eine zweite Augenbraue bekommt er? Ja. Oder zwei Augenbrauen. Das ist das, was das so jetzt noch darstellt. Jetzt sieht es irgendwie aus wie eine Lippe, ne? Ja, jetzt hast du einen doppelten Mund gegeben. So hätte ich das darstellen sollen. Okay. Der hat keine Augenbrauen mehr. Nein. Ich mach da was. Okay. Also, und weil er das hat, der versucht da irgendwas zu trainieren, I guess. Oh Gott. Okay. Wir haben unseren Protag Marshal established. Er kann nicht zielen. Es ist so ein 180-Grad-Drehding. Ich würde sagen, er will das irgendwie trainieren oder so? Möglich. Und dann geht er zu einer Weltmeisterschaft dafür. Das ist ein Küsschen aufs Auerbuch von Oma. Oh. Da möchte ich mir gleich ein bisschen... Das war die falsche Größe. Von der Oma mit der Wurst. Oh, wie schüchtern. Oh, wie süß der junge Mann. Siehst du, wie schüchtern er ist? Ich sehe es, aber ich fühle das Verlangen, seinen Namen und das hier wegzumachen, weil das Platz wegnimmt ohne Ende. Ich meine, wir werden gleich wahrscheinlich einmal voll klären. Ja, ich verspüre trotzdem das Verlangen. Und weißt du da. Siehst du, wie viel fucking mehr Platz wir jetzt haben? Ja. Und weißt du, der Junge, der redet ja öffentlich darüber, dass er das trainieren will. Und dann kommt da so ein Dude, macht. Der hat auch eine sehr interessante Kopfform. Warte. Ignorieren wir mal, dass die Augen so ihre Form da haben. Mhm. Und der hat auch so ein bisschen Skoliose. Denn dann macht er so eine Sache mit seinen Händen. Wie so ein bisschen. Genau. Du siehst. Mhm. Und ich weiß nicht, wie der reinkommt, aber der kommt irgendwie jetzt rein. Der hat wohl irgendwas vor mit dem Marshall. Machst du gerade eine Pizza? Quasi, ja. Weißt du, wenn du den Dude anguckst, ne, du denkst ja direkt an, hey. Der muss doch irgendwas von so einem Schleudern wissen. Weil du siehst seinen Kopf, ne? Deine Mikrofonqualität, die explodiert gerade. In beide Richtungen jeweils. Okay. Ja, jedenfalls, du siehst seinen Kopf, hat die perfekte Form für sowas. Oh, ja, er ist. Das, er weiß, was er tut. Ist er der Master, der Bruder oder der beste Freund? Nee, er hat aber nur mitbekommen, dass der das trainieren will. Und jetzt hat er was vor. Und du siehst auch, da ist eine sehr
sehr gleichfarbige Augenbraue, die ich jetzt mal ein bisschen anders färben werde. Der hat was vor, du siehst. Der ist kein guter Mann. Nur wenn du verstehst. Warte, fehlt noch ein Topping. Ich wollte da gerade den Mund erweitern, aber das ist okay. Das ist ein Salami-Bärtchen. Erst wollte ich da einfach nur Pizza-Gesicht hinmachen, weil Pizza Tower Spoiler. Aber okay. Das ist mir aufgefallen, ich kann halt einen Mann draus machen. Okay. Ich würde sagen, du benennst deinen Pizzadude, ich benenne meinen Schleuderdude. Das ist, ich glaube, ich nenne ihn Schläufel. Der heißt Schläufel. Und das ist Opa Salami. Opa Salami, Schläufel und Marshall? Marshall. Marshall, genau, okay. Aber ich soll ein bisschen draufschreiben. Okay, gut. Also gibt's hier oben noch einen? Okay, das war nur. Ich würde sagen, wir machen unseren ersten Clear, ne? Klar. Okay. Also. In was für Umständen treffen die sich jetzt? Ich würde sagen. Ich zeichne ihn einfach so. Den Mushroom. Masche. Culture. Der kommt in Kontakt mit dem Boy. Na? Also ey, ich kann dir zeigen, wie du richtig triffst und whatever. Wer ist deine? Das war Schläufel. Das klingt nach einem Pokémon. Hast du den Namen gerade aufgeschrieben? Ne, ich hab's gerade auf Discord geschrieben. Okay. Also, der zeigt denn da so hin. Mit einer sehr großen Hand. Ach hey, da musst du treffen. Zwar genau da. Schwarze. Und Opa Salami steht da ganz weit weg, oder? Oh nein, ich treffe Opa Salami! Nicht Opa Salami! dann schießt er. Mit seiner Stock-Slingshot. Stockshot. Und trifft Opa Salami genau im Kopf. Dann. Nein, er blutet nicht. Das ist doch kein Blut, Bruder. Das ist Pizzasauce. Ah, verstehe. Dann wird Opa Salami aus eindeutigem Schock ohnmächtig, I guess. Der verliert seine Macht, der wird ohnmächtig. Und. Marshall ist natürlich traurig deswegen. Und Monsieur Schläufel saugt die Pizzasauce auf, deswegen hat er jetzt auch so ein bisschen. Er kann nicht richtig sauber essen, deswegen hat er was am Mund. Und dann gibt da Marshall was ganz Besonderes. Und zwar eine neue Slingshot. Und die ist anders. Weil sie anders ist. Das ist ein kleiner Stachel in der Mitte, aus irgendeinem unerklärlichen Grund. Und jetzt denkt er sich, hey, guck mal, wenn du die benutzt, kannst du besser schießen. Und das ist die Vollschwabe. Aber irgendwas an der ist komisch. Was an der komisch ist, weiß ich noch nicht. Die ist lila. Ja. Und leicht hässlich. Und shut the fuck up. Weißt du, das musst du mit Oma Moriba erzählen. Nicht Moriba. Was ist der so, das ist so eine andere rote Rübe? Weißt du, was es ist, Jan? Das Void, in dem alles Leben zum Ende kommt. Das ist eine magische Slingshot.
Und das Void ist es bestimmt auch, ja. Du ziehst das Void nach hinten und dann schießt du das Void, I guess. Oma Rübel, der heißt einfach, ganz einfach so. Okay. Und unser Masche ist sehr, sehr froh über dieses Geschenk. So sehr, dass er... Weißt du, was ich machen werde? Na? Er porkt. Porkshroom. Porkshroom, ja. Er hat einen Mord begangen. Aber er ist trotzdem sehr, sehr aufgeregt über dieses Geschenk. Wurde noch nie in seinem Leben was geschenkt, obwohl er schon so 30 ist oder so. Ich weiß zwar nicht, wie Pilze 30 Jahre alt werden können oder ob sie überhaupt 30 Jahre alt werden können, aber er ist 30. Weiß ich nicht. Also Jan, nimmt er die Slingshot an? Nimmt er die Slingshot an, ist eine Frage. Ich habe das Gefühl, er wird es annehmen. Natürlich. Okay. Der hat jetzt plus 1 Slingshot Power. Was auch immer das bedeutet. Slingshot ab. Und mit der Slingshot in seinem Inventar. Muckst der Oma rüber ab. Er versucht geradeaus zu schießen. Denkt, dass es nicht funktioniert, zielt genau auf Oma rüber und dann schießt er nach vorne. Und weißt du, was dann passiert? Die Abgründe des Todes. Sorry, welche Abgründe? Die ist weg. Genau, sag ich doch. Die verschwindet. Die wird getroffen und verschwindet. Der Junge hat ihm gerade eine Portal Gun gegeben. Sad Pork. Ich versuche gerade Sad und Pork irgendwie zusammen zu mixen. Sorg. Sporg. Der Sog in den Abgrund, oh nein. Der Sorg. Das ist, wenn du porkst und nebenbei heulst, aus irgendeinem Grund. Und der Junge da, ne? Der da. Ja, der ist Schäfe. Jetzt. Der ist oder jetzt so. Richtig, richtig glücklich. Der ist so glücklich, dass er ein böses Ziegenbärtchen bekommt. Weißt du, wenn ich denken muss? Ha? Blue Box aus Rayman. Ja, ich habe zu wenig Rayman dafür gespielt, um zu wissen, wer es ist. Dieser blaue. Ah, der hat ein Ziegenbärtchen. Nein, aber trotzdem erinnert er mich da dran. Okay. Was ist, machst du mit Opa Pizza? Achso, du machst einen weiteren Smiley. Ja, ich hab Bock auf einen Smiley. Also, ich würde sagen, wir machen weiteren Clear. Okay. Also, jetzt haben wir den Kill-Count von unserem Mushroom schon auf 2 erhöht. Das war Pizza. Und wie auch immer noch rübergezeichnet wird. Wie geht's weiter? Hast du irgendwelche Ideen, Jan? Ich wollte gerade ein Arschzeichen und daraus einen Hasen machen, aber es hat nicht funktioniert. Der Marshall hat ja dem Schläufel vertraut und jetzt hat er Mord begangen. Ja, er ist ja darüber nicht besonders glücklich. Warum wollte ich gerade Opa Salami malen, hä? Da muss doch Dingens hin. Der Beerdigung. Der Grabstein ist da links. Das sind die beiden Grabsteine. Ich weiß, deshalb wundere ich mich ja.
Ich würde sagen, dass sich der Marshall jetzt irgendwie gegen den Schläufer richtet. Oh, der ist böse. Der Marshall ist böse. Hat er drei Beine? Nein, das hier ist der Körper. Achso, okay. Ich kann nur schlecht daran vorbeizeichnen. Was macht der? Was macht der Marshall mit dem Schläufel? Er wird doch nicht etwa die Slingshot offen richten, oder? Moment. Ah, ich find's gut, dass du dich an die Skoliose erinnert hast. First Neutral Special. Oh Gott! Der hat so eine Slingshot, die ihn in irgendeine andere Dimension verfrachte. Aber nee, es muss die Pistole sein. For his Neutral Special, he wields a normal fucking gun. Okay. Was ist die Intention hinter der Waffe? Ist es aber eine Bedrohung oder ist es einfach ist straight up Mord? Oh, er hat Peng Peng gemacht. Eine sehr interessante Story, die hier mittlerweile entsteht. Es ist einfach nur Mord. Warum sterben alle? Keine Ahnung, frag den Meteor, den ich aus irgendeinem Grund zeichne. Wo kommt der Meteor her? Ich glaube, der ist auch von oben? Aus dem Weltall vielleicht? Hallo? Kann ich. Der Meteor ist wütend. Aber ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, was jetzt nächstes passieren kann. Wen zeichnest du jetzt? Ist das ein Sperm? Nein, das ist Umamori übers Geist. Nein, mit der habe ich noch was geplant, Jan. Ich glaube, die ist noch nicht tot. Aber ich würde sagen, dass sie jetzt gleich zurückkommt. Aus dem Void. Okay. Also, wer will mir denn hier oben so... Oh hey, Void-Portal. I guess. Das sah mir gerade mehr nach einer Socke aus als alles andere. Okay. Und daraus kommt jetzt, wie auch immer du sie gezeichnet hast. Machen wir mal Sonneform, ne? Mhm. Oh, mal rüber. Das ist eine Kartoffel. Aber... Sie hat sich verändert. Zwar hat sie jetzt auch ein Bärtchen. Oh nein. Sehr stummelige kleine Beine. Aber. Die hatte sie sowieso. Der heilige Dreikammer hat Nuss! Was? Sie ist im Void sehr stark geworden aus irgendeinem Grund. Das heißt, der Junge da hat ihn nicht wirklich betrogen. Das Void macht sich aber nur stark. Oh. Und jetzt hat er einfach so Mord begangen. Und sie ist sehr, sehr geschockt. Ich weiß nicht, wie ich das geschockt jetzt noch ausdrücken soll, nachdem ich ihr solche Muskeln gegeben habe.
eine einzelne Träne. Okay, was stellst du da? Ich hab das mit links gezeichnet. Ja, elaborate. Oma Rübe ist jetzt sauer auf ich habe den Namen vergessen. Marshall? Genau. Weil du darfst keinen Mord begehen, es sei denn, es wurde dein Mord, ein Mord begangen. So. Ich meine, essentiell zwei Leute getötet. Yes, siehst du? Dann kommt der Dude, dessen Name aus Schleuder und Teufel fusioniert wurde, und der ist aus irgendeinem Grund jetzt gut. Okay. Chaotic Evil, was? Ich meine, technisch gesehen hat er nichts falsch gemacht, ne? Noch nichts. Ich habe mich entschlossen, dass das jetzt eine Wolke und keine Sprechblase ist. Hast du der Wolke eine Zunge gegeben? Das ist ein roter Blitz oder sowas. Ich weiß nicht. Es war ein Random. Also es war einfach Stift drauf und mal sehen, was wird. Ah, okay. Gut. Ich würde sagen, die Szene ist ein bisschen voll mittlerweile. Wir sollten zur nächsten gehen. Mhm. Also. Wie genau reagiert sie jetzt darauf? Ich meine, wir haben immer noch den Demeteor, der jetzt von oben kommt. Ja. Ich würde sagen, dass Omi recht stark ist. Ja. Und, naja. Der Meteor kommt da von oben. Ich würde sagen, der kommt nicht mehr von oben. Der bleibt jetzt da, wo er ist. Fick dich. Fucking Meteor. Das sollte ihn gut genug darstellen. Mit dem anderen Arm, ne? Ja. Mit dem anderen Arm schimpft Marshall aus. Boah, das lässt sich echt scheiße darstellen, das Movement. Das sieht mehr so aus wie, ey, guck mal, was da hängt. Ich hoffe, das Movement kann man halbwegs sehen. Mhm. Und jetzt sind hier... Es ist noch ein Grabstein. Wir machen hier rechts mal noch einen. Oh Gott, der Schnauze, den haben wir komplett vergessen. Definitiv nicht schlechter. Und er ist jetzt wieder traurig. Und er kommt noch Tränen. Mhm. Und was für eine Moral hat die Geschichte jetzt? Wait, warum ist er tot? In Wahrheit war er die ganze Zeit eine Morrübe und The Last. Was? Du hast mich schon verstanden.
hätte doch... Oh fuck, falscher Button. Er hätte doch einen Nut. Wie hat er denn irgendwas... Hä? Wie hat er sie denn, wie hat er sie denn ins Void geschickt? Wie hat er ihn zwei Morde begangen? Ja, das wusstest du jetzt gerne, ne? Okay. Fisch. Der Fisch. Er ist selber verwirrt über das, was gerade passiert ist. Aber er hat, er hat die Slingshot noch. Verständlich. Hätte ich auch getan. Ich vermisse Opa Salami. Er ist doch da drüben. Ja, aber er ist tot. Eigentlich ist er nur in ein Koma oder sowas gefallen, aber er ist tot. Ich glaube, dass es oben jetzt die Slingshot erstmal konfiszieren wird von der Rübe. Ach, das heißt, dass, da müsste auch noch so... Die Blätter müssten noch da sein. Ja. Okay. Also, Jan, was ist dein Fazit von unserer... Sorry. Unser Fazit ist, wenn ihr Isaac spielt, spielt nicht mit Tainted Lost. Mein Fazit alles, ist... Alles wird sterben, inklusive dir. Mein Fazit ist, dass man sich sicher sein sollte, was man gerade mit seinem Leben macht, weil ich nicht weiß, was innerhalb der letzten 37 Minuten und 10 Sekunden, 11 Sekunden, 12 Sekunden passiert ist. Das ist wie ein großes fucking Blackout. Es fühlt sich nicht so an, als wenn irgendwas Produktives passiert wäre. What the fuck? Ich weiß, mich sieht man nicht richtig, weil Laptop-Bildschirm. Ja, ich meine, in der Aufnahme sieht man dich gar nicht. Ja, du sollst mich sehen, das ist gut. Ich habe hier einen Baseballschläger mit Draht, soll es glaube ich sein. Warum hast du und sowas? Hab ich nicht, den hat Tommy. Warum hat der sowas? Ich glaube, das dürfen wir auch gar nicht zeigen. The Walking Dead, das ist aus Gummi. Ja, okay. Der Scheiß ist aus Gummi, das ist ein Walking Dead Fanartikel. Sagt das YouTube-Richtlinien? YouTube-Richtlinien, das ist ein Walking Dead Fanartikel. Ja, man kann ihn immer noch nicht sehen. Lass ihn nicht mal zeichnen. Ich zeichne ihn jetzt. Sehr gut. Ja. Yeah. Genau so sieht er aus. Und jetzt kommt Bergentrücken. Bergentrückung? Was auch immer. Bergentrückung. Ja, Bergentrückung. Also. Entrückung. Rückung. Jan, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Liken, kommentieren, abonnieren, Glocke bimmeln und per Woll dazu anspornen, den eigenen Kanal zu machen, weil weiß ich noch nicht mal gucken. Okay. Nehme ich an, I guess. Ich hab mit dem Flasche umgeschlagen! Dipshit. Macht das, was Jan gesagt hat und kauft euch keine verfluchten Schleuder. Wann war die verflucht? Ich dachte, die wäre einfach nur magisch gewesen. Bro, hast du den Kopf von dem Dude gesehen? Natürlich war ich verflucht. Du hast gesagt, die ist magisch. Tja, magisch ist auch verflucht. Ja, aber nicht, weißt du, alles Verfluchte ist magisch, aber nicht alles Magische ist verflucht. Exakt. Das war aber... Ja. Das war eine Spezifikation, die ich ausgelassen habe, mein Junge. Das ist, ich habe einen Baseballschläger und ich habe keinen, keine Ahnung, was? Ich habe keine Ahnung. Das hat erstaunlicherweise wehgetan. Das ist Gummi, was wartest du? Ja, nee, ist, ich beende Gummi jetzt. Ich beende jetzt, also, bye. Bye.